Ich meinte auch in dem, weil der Kasten ist ja schon eigentlich relativ voll. Da würdest du jetzt noch keinen weiteren Raum oben drauf packen. Auf keinen Fall. Die haben ja gesagt, das sind so 11 bienenbesetzte Rähmchen. Ja. Und wollen nicht alles richtig voll. Das ist sozusagen ein Kasten. Und die müssen das alles erwärmen jetzt noch. Ne? Die müssen das auf Temperatur halten. Egal, ob es jetzt kalt ist oder warm ist, müssen die das auf Temperatur halten. Welche, aber es ist jetzt nicht so, dass sie platzen, ne? Sonst würden die einem sozusagen von oben da schon runterfallen. Jetzt werdet ihr mal umgesetzt. Diese kleinen Kästen liebe ich immer nicht, weil die Ränder, die sind zu eng alles, wenn man da was rausholen will, dann macht man die sich kaputt. Also, für einen Ableger ist es okay, wenn man sich mal eine Königin zieht. Aber ich würde sowas jetzt nicht aufstocken, weil ich das immer so eng finde. Ja. Aber das entspricht eher ihrem natürlichen Wunsch, eben in die Länge zu bauen. Ne? So. Ja. Bestiftet, sieht alles gut aus. Magst du die mal in die Mitte einbringen? Gucken wir mal, ob hier auch schon Brot ist. Oh ja, so. Hier ist auch die Königin. Kann die jetzt zeichnen? Ah. Oder später. Ach, lieber später. Tu mal rein. So, jetzt dürfen wir aber nicht vergessen, die Transprobe zu nehmen. Also, die sind jetzt schon ein bisschen aufgebracht, ne? Also ich finde sie alles doof. Ja, eben. Wenn sie ein bisschen dran denken, wissen wir auch. Hast du eben gesehen, wie wir die Nerven und die Matze, traust du dir das zu? Ich hänge eben den Rest um. Weil das ist schön, wenn es zügig geht. Der Löffel auch mit drin. Soll ich das da mit reinpacken? Bitte? Nee, oder eigentlich dann den Löffel abstreifen, dass der ganze Hast du noch eine andere Tüte? Ja, also das muss mit rein in diese Tüte. Da rein, ja. Und dann ist hier ein Gummiband, also kannst du das hier machen, das kannst du auch reinsetzen. Mhm. Und dann setze ich ihn. Auch gut aus. Das finden sie jetzt schon alles komisch, weil es anders aussieht. Da ruhig daneben. Mhm. So, das ist mit Pollen.
Lage und hier ist eigentlich so super Futter. Also dann könnte man zum Beispiel auch gleich mal noch honigwarmen Bohnen hier tun, ne? Auch ein bisschen Futter. Okay, hängen wir dann quer. Mhm. So, hier ist auch noch Brot, hier ist auch schon Bohnen drin. Des Lebens, ne? Jetzt ist es natürlich nicht so leicht für die von dem Format, ne? Ja, jetzt auf dieses hier umzustellen. Hier ist noch Butter. Ja. Das ist jetzt nicht unbedingt das Prallen, ne? Mhm. Also wir mussten ja auch zwei Stockwerke bewirtschaften. Jetzt machen wir genau. Nur eins bewirtschaften, ist glaube ich okay. Naja, eher umgekehrt. Also dieses Übereinander ist für die ein bisschen leichter warm zu halten. Ne? Ah, okay. Das ist das, was die natürlicherweise in Baumstämmen auch haben. Ich versuche nur ein bisschen mitzudenken. Ja, dann kannst du ja mal gucken, was das da ist. Muss ich mal rausholen. Mal schauen. Hier ist Honig. Also hier ist auch Honig. Naja, die haben genug. Das ist auch schön gebaut, das ist schön stark. Anfängerruf. Nee, das ist. Das ist so, wenn man umsteckt, ne? Das ist nicht schön, aber. Das ist so, jetzt kann eigentlich diese Zahl ich drauf machen. Das ist jetzt aber nicht zu viel, ja, dass wir jetzt hier noch so einen zweiten Kasten umgebracht haben. Naja, die bräuchten den eh, der eine ist ja voll. Mhm. Ne? Und die expandieren ja jetzt. Mhm. Ist also alles gut. Jetzt machen wir den Fall hier. Weil die sollen ja umziehen. Ja. Also natürlich werden die jetzt die Unterlage.
weitere Tage nicht verlassen. Nur irgendwann, wenn sie hier oben reingegangen ist und gelegt hat und das Brutnest sozusagen erweitert ist, dann können wir die einfach die Zagen einfach umtauschen und dann die oberen ausschleichen. Also die Lämpchen, die wir nicht mehr haben wollen, die werden dann einfach voll mit Honig und dann ist gut. So, hier fehlt uns jetzt noch eins, aber ich habe auch noch eins im Auto. Du könntest. Das habe ich auch schon genommen. Du könntest mal eben eine mal basteln und dann verkaufen wir Infamasken als innovative Erfindung hier mit diesem Plastikschirm. Ja. Also kommen wir noch, gell? Na, ich weiß nicht. Na gut, dann nicht. So, jetzt braucht man die jetzt eigentlich nur noch abzufädeln. Du kannst die schon, ach na ja, mal gucken, ach das hält hier nicht richtig. Kommt ihr zuerst dran. Lustig ist ein Nachbar von mir, der hat letztes Jahr sein Auto, es gibt ja immer so Hohlräume, die hat er mit Heißwachs versiegelt und hat sich jetzt gewundert, dass auf seinem Auto überall Bienen rumsitzen, weil die natürlich den Wachs riechen. Na toll, ja. Also er fand es jetzt nicht schlimm, aber er hätte, er hätte fast mal beim Öffnen. Auf der unten ist so ein Gitter, da kriegst du jetzt raus. Achso, ist es, ob das mobil ist? Ja. Könnte sein, ne? Oder wir schütteln die raus. Ja. Ja, ich mach's gleich. Einmal hier auf den Boden aufstampfen. Ich mach das. Hier vielleicht davor einmal so zack. Ja. Was ist denn das hier eigentlich für eine Pflanze?